Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen wieder mal zurück zu Diddy's Conquest. Ja, heute wird es einen richtigen heißen Ritt geben, denn wir befinden uns immer noch hier in der zweiten Welt und die zweite Welt ist fast komplett abgeschlossen. Wir haben alles gut hingekriegt und wir sind jetzt schon im vierten Part. lustig, tralalala. Also los geht's zum heißen Ritt. Und ich kann mich erinnern, dieses Level ist ziemlich schwer. Also es kann stressig sein, muss es aber nicht, wenn man sich irgendwie schlau anstellt. Und jetzt kommen schon neue Gegner von den Typen. Ja, die klauen mir nämlich Bananen. Bananen im Pyjamen. Weißt du, Bananas im Pyjamas. Oh Mann, ey, ich soll aufhören mit diesem blöden Wortwitz. Nein! Jetzt wollte ich gerade Dixie opfern. Sie wird dem Lavagott geopfert. Nein, natürlich nicht. Das will ich haben. Ich brauche jedes Leben, das ich bekomme. Und ich kann mich erinnern, hier ist, muss ich später ein bisschen aufpassen, wegen der Decay-Münze. Und Rambi! Hallo, Rambi! Oh, das ist so cool, wenn er stehen bleibt. Warte mal, ich bleib mal kurz stehen. Warte mal. Macht da voll was Lustiges, weil wenn du lange stehen bleibst, machen die Kongs so ein paar Animationen. Dann mach das jetzt bitte mal, komm. Oder ich stelle mal kurz ab. Jetzt guckt er sich kurz um. So, Rambi ist hier warm? Na gut, wir sind auch mitten in einem Vulkan. Das ist klar, dass es dir irgendwie warm wird, aber doch nicht so warm. Okay, und jetzt muss ich aufpassen. Rambi brauche ich jetzt bis zum Bonusfass. Bis zum Bonusraum, besser gesagt. Weil hier gibt es noch einen Bonusraum mit Rambi. Den wir auch noch... Oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Oh Gott, war das knapp. Beinahe voll ein heißes Lavabad genommen. Den kriege ich auch noch. Den Luftballon brauche ich noch. Ah, wisst ihr jetzt, warum die Welt heißer Ritt heißt? Ja, wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht in die Lava reinreiten. Mit Rambi passt es sowieso noch ganz toll. Heißer Ritt und die Biene ist jetzt tot. Denn sie ist sacheig gestochen worden. Ist das nicht schön, oh Mann? Ich kann nicht singen. Das ist einfach nur schlimm. So, jetzt müsste aber endlich mal die Stelle kommen, wo ich doch endlich mal Rambi benutzen kann. Weil ich habe nämlich Angst, ich will ihn nämlich nicht verlieren. Ich werde dich verlieren gleich, wenn irgendwie der Zwischenfass kommt oder so. Nee, noch nicht. Nee, Rambi brauchen wir noch ein bisschen. Gleich ist Rambi da. Weil da ist... Ja, hier könnte Rambi... Ja, doch, hier ist es. Und Rambi Action durch die Wand! Jawohl. Ach, was ich euch mal fragen wollte, liebe Freunde. Was ist eigentlich euer absoluter Lieblings-Donkey Kong-Teil? Meiner, habe ich ja schon erzählt, ist der zweite Teil. Dann gefolgt gleich von dem ersten Teil. Und dann kommt für mich eigentlich eher der dritte Teil. Ja, warum der dritte Teil ist auf Platz 3? Ganz einfach, weil ich mag irgendwie Kiddy Kong nicht. Ich mag Kiddy nicht so ganz, weil der einfach nur übelst fett ist und ein blöder Charakter ist. Also ich komme irgendwie mit der Steuerung nicht so ganz klar. Das mache ich mal lieber mit Dixie hier. Hier unten ist nämlich noch ein Bonus was. Zack, und schon das nächste Bonusfasschen. Und ich komme gleich zu der Stelle, wo ich halt auch noch eine Kiste brauche. Damit ich halt, ja, damit ich halt die Decay-Mütze holen kann. Und jeder, der mich eigentlich kennt, weiß, dass ich Piraten sehr mag und so weiter. Also Piratenspiele oder Piratengeschichten, Bücher und so weiter finde ich übelst toll. Deswegen liebe ich auch halt dieses Setting sehr toll hier mit dem im zweiten Teil. Weil hallo, die Gremlins sind alle als Piraten gestaltet, angezogen. Dann sieht man hier überall wirklich die ganzen anderen Sachen hier noch. Ist das hier schon die Szene, wo ich die brauche? Ich nehme mal das Fass. Nein! War das jetzt schlecht oder war das jetzt gut? Ich glaube, das war eher schlecht. Oder? Ja, es war schlecht. Verdammt. Warte mal, vielleicht. Nein! Warum ist sie denn nicht auf der... Ach, Mann. Warum ist sie denn nicht auf dem Ding gelandet? Weil da oben ist nämlich die... Ach, ey, warte mal ganz kurz. So, ich bin jetzt gerade nicht da. Ich nehme mich gerade auf. So. So, das muss ich jetzt behalten. Warte mal, ich warte mal ganz kurz. Ich warte ganz kurz, bis die Biene unter mir ist. Ah, oh, das war knapp. Das war so knapp. Das hätte gerade auch böse ins Auge gehen können. Aha, nein. Ach, du bist doch ein blödes Mistviech.
Ah! Dieses blöde Mistviech, ey. Weißt du, hätte der Luftballon nicht ein bisschen weiter runtergehen können? Nein, natürlich nicht. Warum denn auch? So, nochmal. Jetzt schön aufpassen, schön aufpassen, schön aufpassen. Ja, das war gut. So, jetzt mal ganz schnell noch ein bisschen weiter runterfahren. Die Libelle darf mich nämlich nicht erwischen. Ah, nein. Warte mal. So, die Libelle ist jetzt vorbeigeflogen. Jetzt dürfte sie nicht nochmal auftauchen. Und jetzt kommt sie auf... Ja, das war ja klar, dass du kommst. Das war doch so klar. Ah, leck mich doch am Arsch. Ich habe gerade eine richtig coole Nachricht gerade bekommen. Und zwar von meinem guten Kumpel Florian, den ihr auch kennt von meinem Let's Play zu Rayman Origins. Und zwar, er hat geschrieben, wenn ich ein Let's Play zu Mario Odyssey mache, dann scheißt er darauf, dass er das nicht kennt. Und Mann, nein! Ach, das gibt's doch! Alter, diese blöden Mistlibellen, Alter. Ich habe jetzt schon 3 Leben verloren, weil ich einfach zu blöd bin, gerade diese Stelle zu schaffen. Der Kerl leckt mich am Arsch, ey. So, jetzt mach ich das mit Diddy. Jetzt mach ich das Ding einfach mit Diddy hier. Jetzt wird's klappen. So, jetzt kann ich hier einfach durchfliegen, ohne dass mich irgendwie diese Libelle erwischt. So, warum klappt's denn jetzt? So, jetzt muss ich die obere treffen. Zack. Jeppala. So viel zu dem Thema, Dixie ist immer am besten. Ist sie nämlich nicht. Diddy ist wesentlich cooler. So. Jetzt kann ich ja kurz mal noch was erzählen. Und zwar, es kommt ja dieses Jahr raus, das neue Mario-Spiel. Also Mario Odyssey. Oder wie es, glaube ich, heißt. Und wenn das irgendwie möglich ist zu Let's Playen und so weiter, dann zocke ich das auf jeden Fall. Diddy, ist sie gerade irgendwie langweilig auf dem Ballon, weil... Also ich würde mich würde ein bisschen Angst haben, weil unter mir auf einmal so... Ja, die Lava ist und so. Ich würde nicht auf einmal loslegen und jonglieren. Ach ja, ich habe ja noch so viele... Eieieiei, das war gerade sehr, sehr knapp. Ich habe doch sowieso noch so viele Mario-Sachen zu Let's Playen, die ich unbedingt auch noch zocken möchte und so weiter. Zum Beispiel Mario Galaxy oder... was habe ich noch? Mario Galaxy 2. Oh, wer hätte das gedacht? Nee. Und ich denke mal, dass auf der Nintendo Switch sogar ein neues Donkey Kong rauskommen wird. Weil wir haben ja jetzt auf jeder Nintendo-Konsole, also einmal auf der Nintendo Wii, auf der Wii U, haben wir immer einen Donkey Kong-Teil gehabt. Und ich denke mal, dass auf der Switch wirklich dann noch ein neues Donkey Kong kommt. Wo dann vielleicht noch mehr Charaktere dabei sind. Oder wahrscheinlich King K. Rool sein... großen Auftritt wieder hat. Geht er runter? Ja, der geht runter. Ahahaha. Wir wollen nicht die Fliegen, die Bienen angreifen. Nein, nein, nein. Die tun sehr doll weh. Nee. Bei Bienen müsste man sowieso mal aufpassen, weil wenn du die irgendwie ärgerst oder sonst irgendwann, dann stechen die zu und das tut weh. Ich spreche nicht aus Erfahrung, aber ich denke mal, dass es sehr doll weh tut. Und wir haben wieder ein Level geschafft, Freunde. Okay, Freunde, da ist der Cranky. Da wollen wir nicht hin, jawohl, wunderbar. Ah, Squawks Schacht. Oh, cool, Freunde, wir treffen wieder unseren lieben Kumpel Squawks, der im ersten Teil nur eine kleine Mini-Rolle hatte. Er war nicht sehr wichtig gewesen. Er war halt nur so ein kleiner Sidekick. Wow. Er hat ja nur immer die Taschenlampe gehalten und so weiter. Mehr musste Squawks nicht machen. Aber jetzt ist er ein richtiger Tierkompan und so weiter. Jetzt kann er uns wirklich helfen. Und das war ein Three of a Kind. Geil. Und der ist auch tot. Und wieder mal ein paar Bananen. Oh, lecker Bananen. Ich hab irgendwie voll Hunger gerade auf eine Banane, ohne Scheiß. Bananen sind ein sehr guter Kaliumlieferant. Und rüber! Und hier ist erstmal das erste Bonusräumchen. Juhu! Dann haben wir die zweite Welt auch bald fertig. Finde die Münze, jawohl! Oh, wieder mal ein paar Kisten kaputt machen. Falsche Richtung. Mal halt schön in die Fresse hauen. Nein! Was war das denn? Oh, das war schlecht. Das war so schlecht. Jappala. Ah!
Nein, nein! Ah! Wow! Das war gerade. Was war das gerade für eine Aktion? Keine Ahnung, aber wir haben es geschafft. Wow! Warte mal. Schön an die Seite und durch. Juhu! Nochmal! Ich will auch alles auf Anhieb schaffen. Bei sowas. Nee, also das war irgendwie gerade voll scheiße. So, zack. Und dann nochmal. Zack. Jetzt sind da zwei Kisten. Ich brauche nur eine. Ich brauche nur eine. Oh, da ist. Cool, die Münze. Und ich habe mir überlegt, dass ich die erste, das erste Level der Bonuswelt auf jeden Fall auch schon machen werde. Jetzt nicht gerade zum Schluss oder sowas. Das wäre ein bisschen krass. Aus dem Weg und her mit der Kiste. Juhu, noch ein Leben. Nee, halt. Halt, warte mal, da hinten war noch was, oder? Hier hinten ging es noch weiter. Hier hinten ist ein Bonusräumchen. Nee, hier ist gar nichts, okay. Gut, hier waren noch mal ein paar Münzen. Alles gut. Okay, brauchen wir nicht unbedingt, weil ich habe sehr viel. Ach, nein! Volle Kanne gegen die Biene geworfen. Ach, scheiße. Zack, das war wieder der Fail der Woche. Nein. Okay, jetzt muss ich aufpassen, weil das, wenn ich jetzt getroffen wäre, ist das der größte Fail. Nee, das war gut. Nein, eieiei. Oh, gut, nochmal zurückgewechselt. Da muss ich hoch. Ich brauche Didi. Wo ist Didi? Wow, das wollte ich gerade nicht. Wo ist Didi? Warte mal, halt, ich kann noch rüberfliegen. Warte mal, ich fliege mal rüber. Nein, der Screen, der Screen. Nein, ich wollte mal rüberfliegen. Oh, du blödes Spiel. Nein, warum denn? Ich wollte doch noch... Och, nö, jetzt komme ich da nicht mehr hin, oder was? Oh, wie fies. Da war noch voll was Wichtiges. Na gut, okay, wir haben jetzt unseren guten Kumpel Squawks. Und der hat auch eine gute Fähigkeit. Denn er schießt Eier auf die Gegner. Ja, er schießt Eier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das hat damals jeder gedacht, dass Squawks keine Eier schießt, sondern Cracker. Das habe ich echt gedacht, dass der so Cracker wirft und so weiter. Aber, warte mal, wenn man sich das mal genau anguckt, warte mal, ich mach mal kurz was. Ich flieg mal ganz gut hier durch, zack. Und jetzt, guck mal, das ist ein Ei. Und ich habe damals echt gedacht, dass er schießt Cracker. Jetzt muss man sich fragen, warum schießt Squawks... Ich will mal Squawks... Squawks. Der Papagei Squawks. Warum schießt der Eier auf die Gegner? Keine Ahnung. Boah, das gibt's doch nicht. So, hier ist also noch ein Geheimnis. Denn hier ist die Decay-Münze. Und der nächste Bonus-Fässchen-Räumchen. So. Ich habe schon 10 Stück. Juhu! Das ist sehr gut. Mach alle Gegner fertig. Oha, ey, wenn man sich mal anguckt, wie die Kongs den Kremlin da verprügeln, dann weiß man, warum der keine Füße mehr hat und keine Beine und kein nichts mehr, gar nichts. Weil die reißen die ja richtig raus. Boah, so haben die armen Kremlins halt... So sind sie jetzt Piraten geworden, indem die Kongs ihnen einfach alles rausgerissen haben. Oh, wie fies. Wo ist die letzte Biene? Hey, Bienchen, so mal! Hä? Ach so, die haben schon gekillt. Ich dachte, die war da noch irgendwo. Entschuldigung. Okay, dann haben wir das erledigt und können das Level beenden. Nee, wieder mal. Also die Welt habe ich, glaube ich, komplett nur mit Didi platt gemacht, oder? Wow. Ey, hast du mich gerade abgeschossen, du fette Sau. Ah, jetzt muss ich aufpassen. Ei. Lasst mich in Ruhe, ihr blöden Geier. Ich will doch nicht mit euch was zu tun haben. Ist ja was? Ja, da ist das Ende von Squawks und wir haben es geschafft und... Jo. Oh, warte mal, halt. Ich will das G haben. Jawohl! Wir haben wieder Kong und kriegen wir ein Leben zusammen. Und das heißt, wir Didi haben was gerockt. Wir haben es voll gerockt. Und wir sind bei dem Endboss. Und wir haben komplett... Nee, noch nicht alles komplett. Ich wusste doch, da war noch eins. Ich hab's doch gewusst, da war noch ein Bonusräumchen. Gut, bevor ich den Endboss mache, will ich ganz schnell hier euch eben die verlorene Welt zeigen. Und den Klubbers Kiosk. Hey, halt da! Ich bin Klubber, der fürchterliche, der grausame, der unnachgiebige Klubber. Und ihr kommt ja nur vorbei, wenn die Bares locker macht. 15 Kremmünzen kostet euch die ganze Sache.
und ihr wollt nicht zahlen, werde ich euch davonjagen. Ja, ja, du brauchst nicht so mit so einem Assi-Türk-Deutsch mit mir zu reden. Aber ich habe vor dir keine Angst, du Komischer mit deiner fetten Keule. Ich kämpfe gegen dich, Alter. Ich kämpfe dich, Abbas. Und mich veräppeln, das reicht auf keinen Fall. Okay. Wir haben gar keine Chance gegen den Typen, weil er uns wirklich immer rauswirft. Deswegen müssen wir leider ihm die Kohle geben. Da brat mir noch einer. Gremlin, die Gongs. Ich hoffe, ihr habt genug Zaster dabei. Sonst gibt's Zoff, Mann. Ja, ja, hier, guck mal, hier hast du meine 15 Münzen. Lebe damit, viel Spaß. Fühlt euch wie zu Hause, mein Freunde. Weißt du, vorher waren von voll der böse Raufhau-Typi und dann voll, ja, ja, kommt doch rein, seid meine Freunde. So, und das hier ist jetzt die verlorene Welt. Wir gehen jetzt erstmal hier in den Dschungelzauber, denn hier finden wir auch noch ein bisschen was. Ja, warum ich jetzt erstmal die mache und so weiter, das ist am besten, wenn du das jetzt schon machst, weil die Welt kann ein bisschen frustrierend werden. Besonders hier mit diesen komischen Reifen. Aber das ist auch etwas, was ich mich schon immer gefragt habe. Warum lieben Affen eigentlich Reifen? Weil wenn du in den Zoo gehst und so weiter und so fort, siehst du immer irgendwelche Affen. Aua. Die... Oh. Was sind das denn für Typen? Die lernen wir eigentlich erst ganz spät kennen. Ah, oh, nein. Oh, jei. Das hätte auch böse ins Auge gehen können. Die sind immer... Die haben immer irgendwas mit zu tun mit Reifen. Weißt du, die sitzen in den Reifen, benutzen die als Schaukel. Hi! Nein! Scheiße. Das war so scheiße. Ja gut, die sind zwar sehr bequem und so weiter, aber nein, das ist nicht gut. Aber jetzt bin ich wieder am Anfang? Ernsthaft? Mann, du. Ich will die erste Welt auf jeden Fall schaffen, weil da habe ich die schon mal hinter mir. Ich darf aber auch nicht vergessen, wo hier das Bonusfässchen ist. Ja, auch hier in der verlorenen Welt gibt es Bonusfässer. Und da bekommt ihr dann immer halt gleich, warte mal. Nee, ich mach das anders. Warte mal. Perfekt. So lief es auch gut. Oieieiei. Das hätte auch böse ins Auge gehen können, wieder mal. Also die Caymans, die brauche ich nicht. Ah! Nein. Ich bräuchte bitte Dixie. Wow. Ihr seht schon, gleich die erste Welt ist ein bisschen schwer. Die ganze Zeit, ja! Die ganze Zeit wegen diesen ganzen Gegnern hier, die hier auftauchen. So, nimm das hier. Wow. Aber war die hier? Ich will jetzt nicht runterspringen. Aber war das nicht hier sogar? Nein! Ach, Mann, no, nein, okay. Gut, ich weiß also Bescheid. Da geht's nicht weiter. Da war nicht das, was ich gerade gesucht habe. Ich habe gerade nämlich ein Bonusteil gerade gedacht, dass es da gewesen ist. Ein Bonusfässchen. Aber nein, es war natürlich... Oh, nein, was mache ich denn? Bin ich denn total bescheuert? Zack, zack. War das jetzt hier? Ich weiß es nicht. Nö, auch nicht. Man, da war du musstest irgendwo runterrollen und dann da durchsliden und dann konntest du das holen. Mann, no, das gibt's doch nicht. Ich bin doch nicht so blöd für deine blöde Bonuswelt, so. Und dann hole ich mir gleich nochmal die andere Bonuswelt da über diese anderen bei Squawks. Wo ich eigentlich hinläufen wollte. Mann, no. Nein. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Und ihr müsst euch vorstellen, so sind alle Bonus, also alle versteckten Welten. Es gibt zwar Ausnahmen, die sind ziemlich einfach. Aber dann hast du manchmal auch Pech und dann hast du irgendeine Scheiße hier. Warte mal, halt. Was jetzt hier? Nein, war es auch nicht. Mann, wo war denn dieses blöde eine Bonus-Ding, was ich suchen musste? Hier gab es einen Bonusfass, da warst du ganz oben, da musstest du runterrollen und da war alles gut. War denn sogar hier? Nein, war nicht hier. Ja! Seht ihr, habt ihr gehört, die Musik ist auch auf meiner Seite. Und ich habe jetzt schon Angst. Nein! Aber was zum... Oh Mann, oh, warum sterbe ich denn hier? Jetzt habe ich schon wieder Dixie verloren, so. Wow. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt gibt es noch eine andere Mission, die extrem scheiße ist. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja, da gibt es nämlich noch eine andere Mission, die heißt Clubbers Chaos. Und das ist eine richtige Scheißwelt, so. Ja. Aber was? Was? Willst du mich verarschen?
Wollt ihr mich verkackeiern? Das hat doch wunderbar funktioniert. Ach Mann, oh, warum bin ich denn so blöd? Okay, Freunde, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Diddy's Conquest. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschö mit Ö, reingehauen und vorbeigeschauen. Ciao, ciao. Tschüss.